Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute noch mal einen kurzen Clip zeigen, wie man ein schweres PE-Kajak von ca. 30 Kilo alleine auf dem Campingbus laden kann, ohne zweiten Mann. Campingbus heißt L2H2, also eine wirklich anständige Höhe. Und ich bin da schon oft drauf angesprochen worden, Mann, wie kriegst du das schwere Boot da oben rauf? Und denke, für den einen oder anderen ist das vielleicht eine Alternative oder eine Möglichkeit, es so zu bewältigen. Ich habe im Internet mir verschiedene Ladehilfen angeguckt. Die waren auch alle sehr gut und hilfreich, aber auch meistens sehr teuer. Und durch Zufall, als ich meinen Gepäckträger oben auf dem Bus montiert habe, habe ich gesehen, dass die Stangen, die Gestänge oben, was quer rüber kommt, hohl sind und prima da eine Vierkant-Alu-Strebe reinpasst. Aber seht selbst. Ja, da wären wir jetzt an meinem Bus. Also die Windgeräusche, sorry, ich habe jetzt so ein Ersatzmikrofon, also so ein Zubehörmikrofon drauf mit so einem Fellpuschel, aber wird wahrscheinlich trotzdem zu hören sein. Ja, hier liegt jetzt mein Kajak. Alles, was man braucht, ist da oben auf dem Bus ein Gepäckträger. Und ich habe dann festgestellt, beim näheren Hinsehen, ich zeige es euch mal, dass man den Deckel von dem Gepäckträger abnehmen kann und dann so ein Vierkantrohr einstecken kann. Ich habe mir hier eine Markierung gemacht, dass ich es nur bis zur Hälfte rausziehe, um auch die Stabilität zu gewähren. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn das Kajak hier seitlich am Bus liegt, es da oben auf den Ausleger raufzulegen. Und am besten, ich führe euch einfach mal vor. Es ist wirklich nicht ganz so einfach, aber es ist immer eine Möglichkeit, es alleine zu bewältigen. Ja, sehr wichtig ist es auch vorne am Bug, sich ein Sicherungsseil anzumachen, wenn man das Boot da oben auf dem Ausleger hat, dass man es erstmal sichern kann, dass es eigentlich runterrollt oder sich wegdrehen kann. Also, sehr wichtig. Ich werde das Boot jetzt vom Bootswagen nehmen und diese Isomatte noch unter das Heck legen, weil man es ja doch ein bisschen über den Boden zieht, damit der Rumpf nicht beschädigt wird. Und dann probieren wir mal, wie es geht. Habe schon eine Weile nicht mehr gemacht. Das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall eine preiswerte Möglichkeit, sein Boot da oben rauf zu bekommen. Ja, soweit habe ich jetzt alles vorbereitet. Sicherungsgurt ist vorne dran. Boot liegt erstmal auf der Leiter, jetzt kommt der schwierige Teil. Boot hochheben, über den Ausleger rüber und oben fixieren. Wie man schön sehen kann, Boot ist erstmal gesichert. Ich werde es noch mal kurz ein bisschen näher ranholen mit der Kamera. Und jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt stellt man sich das Dreibein hier hinten hin. Positioniert die kleine Leiter hier und hebt das Boot gleich hinten auf den Gepäckträger. Danach geht man wieder nach vorne, aber Schritt für Schritt zeige ich euch denn.
Ich weiß nicht, ob man den kleinen schwarzen Kumpel da unten sehen kann. Er muss immer mit dabei sein. Dicker, komm mal her. Komm mal raus. Na, komm mal her. Na, komm mal. Er krabbelt unter dem Auto rum. Ja, da ist er. Musst du natürlich alles inspizieren wieder, wa? Ah, er ist wirklich immer gerne überall dabei und folgt mir auf Schritt und Tritt wie so ein kleiner Hund, ganz süß. Naja, bedarf schon ein bisschen Übung. Und wie gesagt, ganz leicht ist es nicht. Jetzt geht man nach vorne, hebt es noch auf den anderen Träger rauf und befestigt es dann mit den Gurten. Aber es ist, wie gesagt, eine Möglichkeit. Zu ihm mit einer größeren Leiter geht es natürlich noch einfacher mit dem zweiten Mann. Aber darum ging es ja, man soll es ja alleine machen. Und ist auf jeden Fall eine preisgünstige Alternative. So ein Alurohr. Paar Euro im Baumarkt und ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Kurz noch mal hoch hinten im Boot. Gurtbefestigen und dann ist es auch schon erledigt. Euch hat der kurze Clip hier gefallen und ist für den einen oder anderen Alternative. Sicherlich, wenn man, ob ich das in 10 Jahren noch schaffe, keine Ahnung. Bis jetzt geht es immer noch relativ gut. Vielleicht wäre auch noch eine größere Leiter eine Möglichkeit, um ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich relativ gut, ohne viel Kraft. Der schwierigste Moment ist eigentlich hinten, mit den hoch rüber zu heben. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn er wieder einschaltet. Das Boot wird jetzt verladen für die Peene-Tour. Geht jetzt los und da kommt dann natürlich auch ein Filmchen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei Steppe Kajak und Outdoor. Bis bald. Über einen netten Kommentar würde ich mich immer freuen. Also, ciao.